London ist eine gigantische kosmopolitische Metropole, hütet aber zugleich die jahrhundertealten Traditionen der britischen Krone. Aus der Vogelperspektive dominieren heute Wolkenkratzer wie The Gherkin oder The Shard. Doch auch die viktorianischen Bauten Big Ben, House of Parliament und London Bridge thronen unerschütterlich an der Themse. Das quirlige London ist der Geburtsort der legendären Romanfigur Mary Poppins, die Walt Disney populär macht, als er sie 1964 mit Julie Andrews in der Titelrolle verfilmt. Die Vorlage für das verspielte Filmabenteuer liefert die hintergründige, subversive Buchreihe der Australierin Pamela Linton Travers. Die auch kurz P.L. Travers genannte Autorin ist 25 Jahre alt, als sie in den 1920er Jahren aus Australien in die Stadt kommt. Sie erfindet eine Heldin, die typisch für die britische Kultur ist. Eine Nurse, die buchstäblich vom Himmel fällt. Das Kindermädchen, dessen Zauberstab ein schwarzer Schirm ist, den sie nie aus der Hand gibt, hilft der betuchten Londoner Familie Banks aus der Patsche. Zunächst erscheint Mary Poppins 1934 als Roman. Später entstehen noch mehrere Abenteuer, die sie zu einer der berühmtesten Figuren der Kinderliteratur machen. In London zeigt Mary Poppins den Banks-Kindern ein zauberhaftes Paralleluniversum, fernab der steifen britischen Etikette. Den Kindern eröffnet sich eine Welt voll liebenswerter Herzlichkeit. Pamela Linton Travers kommt 1924 nach London. Die Frauen haben zwar das Wahlrecht, doch die britische Gesellschaft ist noch immer in ein soziales Klassensystem gezwängt und geografisch strikt getrennt. Die australische Autorin macht sich einen Spaß daraus, Konventionen zu sprengen. Die offen bisexuell lebende Freidenkerin zieht nach Bloomsbury. Hier wimmelt es von kleinen Plätzen, auf denen seit Anfang des 20. Jahrhunderts die geistige Elite zusammenkommt. Sie zog in einen Teil von London, in dem es elegante Häuser im georgianischen Stil gab, wie man sie hier sieht. Damals standen sie für die kulturelle Avantgarde und die Bohemians. Allerdings zogen viele Autoren und Künstler nur deshalb in diese Häuser ein, weil die darin lebenden Familien ihre Zimmer untervermieteten. Diese Mieten waren günstig, und so kam es, dass in diesem Viertel nicht nur reiche, sondern vor allem arme Menschen wohnten. Damals lockt London viele Neuankömmlinge aus Europa, Amerika und dem britischen Weltreich an. P.L. Travers ist selbst Teil dieser Einwanderungswelle und amüsiert sich über die Schrulligkeit der Londoner, die stets einen Schirm bei sich tragen. Mary Poppins bildet da keine Ausnahme. Als sie zum ersten Mal auftaucht, kommt sie mit dem Ostwind geflogen und landet mitten in London. Die Ankunft per Schirm sagt bereits einiges über Mary Poppins aus. Sie ist ständig in Bewegung und womöglich selbst Einwanderin. Vielleicht kommt sie von weit her. Ihr Schirm macht Mary Poppins zu einer typischen Britin. Ebenfalls in Bloomsbury findet man das berühmteste Schirmgeschäft Londons, James Smith & Sons. Seit 1830 wird es von ein und derselben Familie geführt. Es existierte also schon zu Zeiten von P.L. Travers. Mary Poppins hätte sich wohl so einen Schirm ausgesucht. Er hat einen Papageienkopf als Knauf. Unser Haus ist bekannt für Tierköpfe als Schirmknäufe. Dieses Modell ist sehr beliebt. Der Papageienkopf wäre damals besonders gefragt gewesen, weil die Menschen viel reisten und exotische Tiere aus verschiedenen Teilen der Welt mit ihren prächtigen Farben bestaunten. Außerdem liegt der Papageienkopf perfekt in der Hand. Die Hinweise im Roman lassen darauf schließen, dass sich das Haus der Familie Banks in Primrose Hill befand, 20 Taximinuten von Bloomsbury entfernt. Das Buch nennt als Adresse die Kirschbaumallee 17. Das gediegene Viertel im Nordwesten Londons ist, genau wie im letzten Jahrhundert, fest in der Hand von Familien, Nannies, Buggies und Kinderwägen. Mary Poppins setzt ihre Füße direkt vor dem Haus der Banks auf Londoner Boden.
Wer die Kirschbaumallee finden will, fragt am besten den Schutzmann nach dem Weg. Dann ist es genau in der Mitte der Kirschbaumallee, wo auf der einen Seite die Häuser stehen und in der Mitte der Straße die Kirschbäume tanzen. Als ich Travers das Haus ausmalte, kombinierte sie verschiedene Londoner Häuser. In diesem Viertel scheint alles zusammenzukommen. Man findet den kleinen Park, den Platz in der Mitte, die Kirschbäume und ringsherum die hübschen italienischen Häuser in leuchtenden Farben. Blau, Grau, Rosa, Grün und Orange. Und hier haben wir die Nummer 17. Die Familie Banks lebt in einem Bürgerhaus, in dem die sozialen Gepflogenheiten jener Zeit strikt eingehalten werden. Bedienstete hatten einen Personaleingang im Untergeschoss, wo auch die Küche lag. Im Erdgeschoss befanden sich die Wohn- und Speiseräume der Eltern, wo sie auch Gäste empfingen. Die Kinder wohnten im Obergeschoss, zusammen mit dem Kindermädchen. Und ganz oben unter dem Dach, hinter diesen Fenstern, lebten die Bediensteten. Ein Treffpunkt für verschiedene gesellschaftliche Klassen ist auch der Park nicht weit vom Chalcot Square. Er ist weniger ein Ausflugsziel als Teil eines täglichen Rituals. Mary Poppins bringt die Banks-Kinder immer bis zum obligatorischen 5-Uhr-Tee hierher. Primrose Hill und der benachbarte Regent's Park gehören zu den 8 königlichen Parks von London. Man hat von hier aus einen guten Blick über ganz London. Primrose Hill geht hügelabwärts in den Regent's Park über. Hier treffen sich viele Familien zum Picknick. Ganz London versammelt sich hier. Mary Poppins gibt dem Park eine neue Dimension. Er wird zur Eintrittspforte in eine magische Welt für die Banks-Kinder Michael und Jane. Im Buch heißt es, die Hummel sah aus wie eine ziehende Wolke und die Ameise reichte ihr fast bis zum Knöchel. Jane, Jane, rief Michael, wir sind im Park, aber er ist jetzt so groß wie die ganze Welt. P.L. Travers führt uns mehrmals in den Park, wo die fröhlichsten Momente der Geschichte spielen. Sie lässt Mary Poppins zu den Kindern sagen, wisst ihr nicht, dass jeder sein eigenes Märchenland hat? Pünktlich zum 5-Uhr-Tee wird es Zeit, den Park zu verlassen. In Mary Poppins erwähnt P.L. Travers diese unvermeidliche Zeremonie häufig. Diese Tradition, die noch von Anfang des 19. Jahrhunderts stammt, wird im 3 Kilometer entfernten Secret Tea Room in Soho hochgehalten. Eingeführt wurde der High Tea von der Duchess of Bedford, der 2 Mahlzeiten nicht genügten. Es gibt beim 5-Uhr-Tee mehrere Gänge. Sandwiches, Scones und Kuchen. Die Tischmanieren müssen perfekt sein, ob 7 oder 70 Jahre alt. Ellbogen gehören nicht auf den Tisch und man lässt sich nicht hängen. In der Mitte stand ein riesiger Tisch, der für den Tee gedeckt war. Mit 4 Tassen und Untertassen, Stapel von Brot und Butterhörnchen, Kokosnusskuchen und einem großen Pflaumenkuchen mit rosa Zuckerguss. Wann immer Travers die 5-Uhr-Tee-Szenerie beschreibt, macht sie eine Karikatur daraus. Wie zum Beispiel, als die Kinder bei Onkel Andrew an der Decke schweben. Das ist ein Seitenhieb der Autorin auf die prätentiöse Art der Briten und das ganze vornehme Getue um die Tradition des 5-Uhr-Tees. Ein weiterer Stolz der Briten, den Pamela Lyndon Travers aufs Korn nimmt, ist die Welt der Reichen, Kapitalisten und Bankiers. Ihr Zentrum liegt in London City, der historischen Altstadt, 20 Taximinuten von Soho entfernt. Diese unbarmherzige Welt kennt die Autorin von Mary Poppins nur zu gut. Ihr Vater, ein Brite aus armen Verhältnissen, arbeitete sich zum Bankier hoch, ehe er seine Anstellung verlor und als depressiver Alkoholiker endete. Genau hier arbeitet auch Familienvater Banks, der ebenfalls Bankier ist und nie Zeit für seine Kinder hat.
Sie ging wohl durch diese Straßen und nahm die Strenge der Gebäude mit ihren rußgeschwärzten Fassaden wahr. All die Menschen, die hektisch umhereilten. Man konnte das Geld und die Macht hier förmlich spüren, in dieser komplett von Männern dominierten Welt. Fünf Gehminuten entfernt findet man eine weitere Bank, das Counting House von Anfang des 19. Jahrhunderts. Heute dient es als Pub. Travers schreibt, die City war der Ort, wo sich Mr. Banks täglich aufhielt. Dort saß er auf einem großen Stuhl vor einem großen Schreibtisch und verdiente Geld. Hier befanden sich früher die Bankschalter. Man füllte seinen Auszahlungsschein aus und trat an den Schalter. Dort, wo man heute sein Bier bestellt. Nur 15 Gehminuten von den Banken und Pubs entfernt, verleiht die St. Paul's Kathedrale dem Stadtviertel ein ganz anderes Gesicht. Das hervorstechendste Merkmal der St. Paul's Kathedrale ist ihre riesige Kuppel. Sie ist die zweitgrößte Kuppel der Welt, wiegt 64.000 Tonnen und ruht auf 8 Stützpfeilern. Das Mittelschiff von St. Paul's ist 150 Meter lang und 36 Meter breit, mit einem riesigen Altar als Fluchtpunkt. In der Krypta liegt Londons Prominenz begraben. Travers schreibt, endlich kamen sie zur St. Paul's Kathedrale, die vor langer Zeit von einem Mann gebaut worden war, der wie ein Vogel hieß. Deshalb leben auch so viele Vögel an der Kathedrale. Und deshalb lebt hier auch die Vogelfrau. Im eindringlichsten Kapitel des Romans fordert Mary Poppins die Banks-Kinder auf, einer armen Frau Münzen zu schenken, die auf der Treppe von St. Paul's die Vögel füttert. Eine der wichtigsten Botschaften dieser Szene ist die Barmherzigkeit, die man in einer Stadt wie London braucht, wo die Kluft zwischen Arm und Reich riesig ist. Das Bild der Vogelfrau, die in Lumpen gehüllt auf der Treppe der imposanten St. Paul's Kathedrale sitzt, ist ein eindrucksvoller Gegensatz. P.L. Travers ist sich dessen bewusst. Sie hat eine große Empathie. Sie fühlt sich mit den Ärmsten der Stadt verbunden. Figuren wie die Vogelfrau sind ihr sehr wichtig und berühren sie. Mit gutmütigem Spott, mit viel Fröhlichkeit und London als magischer Kulisse beschreibt Pamela Linton Travers in 8 Bänden die Abenteuer von Mary Poppins. Insgesamt erstrecken sie sich über 54 Jahre. Der letzte Band erscheint 1988.